Ja, hallo und willkommen zurück bei Let's Play Minecraft Feed the Beast Lite. Wir haben in der letzten Folge mal die zweite Spawning-Ebene von der Monsterfalle fertig gebaut und im Moment baut die Turtle an der dritten. Ich kann jetzt erstmal meinen Jetpack anziehen und werde erstmal hier unten ein bisschen Wartungsaufgaben betreiben. Das heißt, ich kann gleich mal ein bisschen Humus anmischen, weil das wird, denke ich, auch alle sein. Das heißt, warten meine Humus-Anmischanlage hier. Haben wir ein Stack. Guck mal, krieg ich noch einen zweiten hin. Ja, und sogar fast ein bisschen mehr. Das müsste eigentlich reichen. So viel, extrem viel Humus brauche ich dann natürlich auch nicht. Weil ist eh schon fast alles voll hier. Und das hier eigentlich vom Bäumchen. Das ist auch Rubberwood, alles Rubberwood. Entschuldigung, ein bisschen erkältet bin ich immer noch, man hört's. Muss mal einen Weg hier reinfinden. Dankeschön. Guck mal einer, hier liegt noch was in der Gegend rum. Ah, das liegt daran, weil hier alles voll ist. Okay. Ich muss hier dann mal ein bisschen auslagern, fürchte ich. Wie sieht's hier aus? Da haben wir noch ein bisschen Humus, das nehmen wir mal mit. Irgendwo hier. Ach so, das wird direkt unter uns sein. Ist noch was verreckt. Aber das ist halt so wild. Ja, war schon richtig, dass wir hier auffüllen. Rubberwood. Dieses Rubberwood selbst verwursten wir hier mal. Machen daraus mal eine Werkbank. So. Ja, das droppt hier und ploppt hier alles raus. Die Werkbank stelle ich mal hier hin. In dieser Werkbank machen wir uns mal zwei Truhen. Damit ich hier ein bisschen umbauen kann. Beziehungsweise, was heißt umbauen? Ich will hier halt einfach nur den Platz nutzen. Und zwar machen wir einfach hier noch eine Kiste hin. Erstmal ganz pauschal eine solche. Und nehmen hier mal die ganzen Gemüse, was hier ist, raus und lagern mal kurz um. Wie gesagt, an Holz wird es uns definitiv die nächsten Jahre nicht mangeln. Also, eigentlich wird es uns wahrscheinlich nie mehr daran mangeln. Ich kann quasi die Produktion dann erstmal stilllegen, weil Rubberwood haben wir genug. Aus dem Rubberwood kann ich im Notfall, wenn ich will, kann ich das in den Extractor hauen, kriege ich Rubber raus, also sprich Gummi. Dafür habe ich aber auch noch genug Sticky. Da kriege ich ja auch hier, aus einem Rubber kriege ich, glaube ich, einen Sticky und hier kriege ich, ja, drei aus einem. Insofern, ja, auch Gummiprobleme werden wir nie haben. Ich hätte auch mal in meiner privaten Welt so ein Ding bauen sollen. Aber da war immer ein bisschen, ja, hatte ich keine Lust dazu und so weiter und so fort. Aber auf jeden Fall ist das deutlich effektiver. Auch wenn die, sag mal, vergleichsweise teuer ist, das ganze Zeug hier herzustellen, also die ganze Farm, ist es doch durchaus effektiv. Kann man nicht anders nennen. So, hopp, hopp, hopp. Alles hier rein. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Und ja, ich weiß, wie gesagt, Maschinen umbauen und Lager, das kommt alles noch, das wird auch alles. Nicht gleich. Also nicht wahrscheinlich vor Folge 100, aber danach. Folge 100 haben wir übrigens, Dadü und ich, auch schon was überlegt. Da werden wir wieder gemeinsam aufnehmen und werden mal mehr oder weniger Revue passieren lassen, was so alles passiert ist. Also ihr werdet dann sehen. Also es wird quasi eine Art Rückblende sozusagen sein. So, das muss reichen. Gehen wir mal hier hin. Hopp. Hier kann ich auch direkt erstmal nachfüllen, denke ich mal. Weil, ja, alles leer. Hallo, ihr Mukus. Ja, da rein. So, da du hier draußen so schön in der Gegend rumstehst, tschüssi. Draußen brauchen wir nämlich keine. Ich werde aber hier mal 1, 2, 3. Egal, wenn jetzt mal was rausrennt. Ja, jetzt rennt wirklich was raus hier. Na, muss ich es dann hinterher töten. Ich denke mal. So. Ich will nämlich hier, sagen wir mal, ich mache das hier auch als Glascontainer hier. Genug Kühe noch drinne. Sollen ja nicht abhauen, die Viecher. Warum kann ich hier jetzt eigentlich nicht mein Glas reinsetzen hier? Ah, jetzt. Dann nur Kühe im Weg hier. Geh mal weg. Danke. Genau. So, du auch bitte. Tschüssi. Soll halt mehr oder weniger verhindern, dass das ganze Zeug, dass die hier ständig draußen rumrennen, wie die da. Hier, nicht entkommen. Ich hoffe mal, durch diese massiven Blöcke kommt sie leichter durch oder weniger leicht durch, wie durch den Zaun. Ist quasi der ganze Sinn der ganzen Geschichte hier. Hier, das kann ich ja erstmal lassen, das Zaun pur. Obwohl, das werde ich schon wahrscheinlich umbauen, aber noch nicht jetzt. Ich wollte erstmal einen Transposer oder zwei bauen, oder baue ich, wie mache ich das jetzt hier am dümmsten? Ich baue erstmal hier runter.
baue mich erstmal hier runter, weil ich muss ja erstmal wissen, was genau ich tun werde. Hopp. Ja, wie mache ich das am dümmsten? Eine gute Idee. Gute Frage, gute Frage. Ja, doch, ich weiß schon. Also hier können wir auf jeden Fall den Sandstein mal wegnehmen. Weil hier unten drunter ist eh Platz. Das Teil kommt auch weg. Habe ich hölzernes Transport? Guck mal einer an, hat er sogar mit. Ist doch nicht gut, ist doch nicht gut. So, okay, dann werden wir das hier. Ich bräuchte mal noch eine Kiste. Das kann ich ja mal schnell hier drüben machen. So, hopp. Einmal noch ein bisschen Holz mitgenommen. Dahin. Und zack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eine Kiste. Eine reicht, ja, erstmal. Muss gleich wieder pennen gehen. Verdammt, die Zeit rennt. Die Zeit rennt, das denkt man gar nicht. So, mal gucken, wo komme ich hier raus? Eins zu tief. Naja, ist egal. Ist egal, können wir schon so lassen. Hier stinkt auch, steht auch schon wieder eine in der Ecke. Okay, ich gehe erstmal pennen. Bevor hier wieder alles spawnt, muss ja nicht sein. Hopp. Komm nicht ran. Jetzt. Wunderbar, einmal pennen, gerade gute Nacht, dankeschön. Hier vorgegangen, um, ja, das Zeug wollte ich in den Ofen hauen, genau hier. Einmal Fleisch in den Ofen, hier muss ich mal was rausnehmen, sonst, oder hier ist noch gebratenes Fleisch, Schweinefleisch drinnen, ist egal. Ich nehme mal das Schweinefleisch mit, zum Futtern. Ja, die wollte ich halt jetzt nicht aufmachen, die Kiste, aber, na gut, ich wollte eh durchgucken, dann, das heißt, passt schon. Ist schon in Ordnung. So eine goldene Energieleitung brauche ich nicht. Ich bräuchte noch ein paar Cobblestone ja, Rohre, wenn ich denn noch irgendwo welche habe. Oder, ne, eiserne jetzt nicht gerade. Diamantne brauche ich eigentlich auch noch nicht. Obwohl, doch, kann ich eins mitnehmen. Aber ich brauche irgendwo noch eine Kiste, zwei Kisten. Das kommt schon hin. Aber ich brauche... Na, dann muss ich halt welche machen. Dann muss ich halt welche machen. Ist ja kein Problem. Glas haben wir noch ein bisschen einstecken. Zack. Irgendwo muss ich auch ein bisschen Koppel liegen haben. Genau. Einmal so, einmal so. Danke, das reicht mir schon. Die Diamanten dann muss ich von vorn holen. Und die... muss mal ganz kurz husten. Bin gleich wieder da. Ja, tut mir leid. Da bin ich wieder. So, Diamanten. Wie gesagt, ich bin immer noch ein bisschen erkältet. Lässt sich nicht vermeiden. Muss ich halt bei Gelegenheit mal machen. Mist. Hey, ja, bleib drin. So. Gut, wir gehen hier runter in unsere Ebene. Gehen einmal so. Einmal so. Dann höhle ich hier mal noch ein ganz klein wenig aus. Zack, 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 zack. So eine Void Pipe hätte ich noch mitnehmen können. Da müssten wir ja auch noch welche haben. Eigentlich irgendwo. Oder wir müssen halt noch eine machen erstmal. So, hopp, 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 hopp. Vielleicht ein bisschen mehr als notwendig. Aber, naja, obwohl, schadet nie. Ein bisschen Raum schadet nie. Ich sollte hier unten dann nur ausleuchten noch. Habe ich Fackeln mit? Ah, gut. Reicht mir. Dann einmal hier eine Fackel. Einmal hier eine Fackel. Einmal eine hier hinten. Ganz pauschal. Das wird quasi ein kleiner Wartungsraum sozusagen. An den zum einen hier eine Diapipe reinkommt. Hier hin. Zuck. An die eine Seite und zwar an diese hier. Dann müsste ich aber hier noch ein bisschen öffnen. Hopp, hopp. Gut, da kommt ein... wo ist es denn? Hier eine Truhe hin. Hier. Und an die andere Seite kommt auch was. Ich weiß jetzt noch nicht, wo ist es denn? Wo ist es denn noch eine zweite Truhe? Ich muss mal kurz ja, die Folge unterbrechen. Ich brauche mal ganz kurz ein Taschentuch. Bis gleich. Ja, entschuldigt Leute, da bin ich wieder. Ihr merkt schon, bin halt wirklich noch ein bisschen angeschlagen, aber zählt ja nichts. So, auf die andere Seite kommt jetzt natürlich auch noch eine Truhe hin. So. Ne, das machen wir anders. Das machen wir anders. Einmal abbauen. Danke. Und die Truhe kommt so hier. Zack, zack. Hier komme ich an der Seite vorbei. Ja,
Nee, das wird auch wieder doof werden. Ich baue die Truhe quer. So. Genug der Albernheiten. So, so bauen wir sie. Hier unten bauen wir noch ein bisschen aus. Zack, zack. Das so und hier. Und es müsste eigentlich reichen vom Kabel, Koppel her. Jawohl, wunderbar. Hier sollte nichts hin. So, einmal hier rein. Und hier wollte ich eigentlich, was kommt denn da von oben? Ach, Seeds kommt, genau, Seeds. Muss ich erstmal ein paar. Brauch mal eins. Dankeschön. Und zwar ein Seed in die gelbe Abteilung. Denn das eine Seed geht hier rein. So, kannst du wieder hoch. Da oben muss ich natürlich auch noch ein bisschen was bauen, nämlich einen Redstone-Motor, sehe ich gerade. Sonst läuft da ja nichts, logischerweise. Die Seeds kommen also, Quatsch, der Weizen kommt hier rein, die Seeds in die andere Kiste. Da können sie erstmal zwischengelagert werden. Da kommt dann noch eine Voidpipe hin, für den Fall, dass das nirgendwo anders hin kann und soll, damit das da unten nicht alles rausploppt. So. Deshalb brauche ich dann wahrscheinlich noch eine Dia-Pipe, aber erstmal machen wir den Motor. Muss nur gucken, was ich noch an Materialien habe. Kolben habe ich scheinbar keinen mehr. Ist kein Problem. Bauen wir eben ein. So, erstmal Holz oben. Normalen Koppel. Koppel. 1, 2, 3, 4. Dann benötige ich Eisen. Einmal hier hin. Und ein wenig Redstone. Da wird da auch noch ein bisschen was da sein, denke ich mal. Naja gut, zwei erstmal. Das reicht auch erstmal. Zumindest für jetzt. Okay, eins. Was soll's? Ein reicht. Das Eisen nehmen wir raus. Zahnräder haben wir noch. Also einmal hier hin. Da, da. Wo ist Glas? Wo ist Glas? Ich hatte Glas. Irgendwo hatte ich Glas. Da habe ich Glas. Machen wir mal so. Einmal Glas. Und hier oben, damit hätten wir einen Redstone-Motor. Wunderbar, ich brauche nur noch ein Hebelchen. Einen solchen, Hebel da. Das Ding kann ich erstmal weg. Ah Mann, diese Husterei. Äußerst nervig. So. Ja, wir haben es jetzt auf jeden Fall schon mal so weit geschafft, dass, sobald das Ding hier angeschlossen ist natürlich, dass der Redstone-Motor dann auch hier fleißig produziert, was er produzieren soll. Also sprich, dass er eher hier oben rauspumpt und hier unten mal ein bisschen mehr von dem Zeug hergestellt wird. Dazu müsste ich aber mal trotzdem hier das Stückchen Dreck noch weghauen. Und wo ist er? Da ist er, der Hebel. Einmal hingesetzt und klack, läuft. Damit dürfte jetzt eigentlich alles oben aus der Kiste getutscht werden. Ja, wunderbar, das kommt schon. So. Okay, was ich hier noch benötige ist, hier, da, das sammeln ein, bauen stattdessen so eine hin, und dann brauche ich noch so eine Voidpipe, hatte ich da noch welche, wisst ihr das? Ich weiß es nämlich nicht mehr, ich glaube ich habe nur eine gebaut, oder hatte ich da mehrere, ich gucke nochmal nach, es tut mir leid Leute, ihr wisst ja, gerade bei den vielen Aufnahmen weiß man das nie, ja. Ich hatte noch ein paar, sieht er ja. Nehme ich direkt mal mit. Und setze die unten ganz kurzerhand. Ganz pauschal. Hier unten in die Ecke. Klack. So kann ich nämlich sagen, wenn ich hier drauf zugreife, Seeds gehen nach Weiß, ne? Weiß ist oben, jawohl. Einmal so. Samen werden hier hoch rein transportiert. Und bleiben da. So, jetzt muss ich natürlich noch den Transport nach hier drüben regeln. Dass das hier in den Ding eingestellt wird. Aber jetzt muss ich noch mal gucken, wo das überhaupt ist. Wenn man nicht, dass ich ja das falsche wegbuddel. So, also hier. So, warte, Augenblick. 175. 175 und. Ja, ich kann ja auch direkt mal oben drauf gucken. Ich bin auch ein Hirst. So, also 175, 190. Alles klar. Schwierig zu erkennen manchmal. So. So, gehen wir mal hier rein. 175, 190. Hier. Also müsste hier darunter. Perfekt. Müsste das Teil sein. Sehr schön. Der füttert natürlich noch, also ist das auch kein Problem. Gehen wir erstmal hier hoch. Und jetzt brauche ich erstmal einen Transposer. Hier will ich nämlich etwas anders machen. Das heißt, ein Transposer.
Hoser. Wo ist er denn? Prinz Hoser. Nehmen wir den hier. Brauche ich einen Kolben? Wieder mal. Redstone, Holz und Koppel. Sollte kein Problem sein, kriegen wir hin. Allerdings nicht mehr in dieser Folge, fürchte ich. Sondern in der nächsten Folge. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.